Und es sollte Feuer aus den Himmeln regnen, Rauch stieg aus den Häusern hervor und Minister Xing stand ganz alleine vor seinem niedergebrannten Gebäude. Und was er uns zu erzählen hat, erfahren wir jetzt. Es ist nicht leicht, Minister Xing zu sein. Mit Ärger überhäuft, vom Untergang umzingelt und jetzt auch noch von einem schwierigen Fremden unterbrochen. Im Ernst, könnt ihr nicht sehen, dass ich gerade damit beschäftigt bin, das Abgleiten meiner Karriere in die Vergessenheit zu beobachten? Minister Xing hat einfach keine Zeit für eure geringfügigen Sorgen. Ich habe eigene Probleme. Die hat er wirklich. Wie wir sehen, sein Haus wurde niedergebrannt, beziehungsweise sein Sitz hier in Tiens Anleger. Und ich möchte auch noch hier jetzt herzlich willkommen zurückheißen. Das habe ich vorhin nicht gemacht, nein. Aber ja, was für Probleme habt ihr denn? Nicht, dass sie offensichtlich wären, aber erklärt euch. Dieser Provinzpickel einer Stadt lebt von dem See, der durch den großen Damm erzeugt wird. Aber der große Damm ist offen und der See ausgetrocknet. Die Stadt stirbt. Unter meiner Aufsicht. Warum wurde der große Damm denn geöffnet? Ich habe keinerlei Ahnung. Es sei denn, na gut, ihr habt mir die Zunge gelöst. Es ist gefährlich, darüber zu reden, aber ich bin ein mutiger Mann. Es war dieser grässliche Inquisitor Lim. Lim überwacht die Operationen der Lotus-Assassinen in diesem Gebiet. Vor einigen Wochen kam er in die Stadt und verlangte einen Schlüssel zu den Ruinen. Dann gingen seine Männer dort hinauf und öffneten den großen Damm. Okay, Inquisitor Lim. Und warum haben Sie das getan? Inquisitor Lim lässt seine Assassine nach etwas suchen, ich weiß aber nicht nach was. Minister Xing ist schlau genug, seine Nase nicht in Angelegenheiten der Lotus-Assassinen zu stecken. Ich wollte eine Panik in der Stadt vermeiden, darum habe ich Lims Anwesenheit geheim gehalten. Es ist besser, die Bauern glauben, es waren Geister. Eine wesentlich weniger beängstigende Vorstellung. Ja, ich würde auch nicht gern mit den Lotus-Assassinen zu tun bekommen. Hier, jetzt im Spiel schon, das lässt sich kaum vermeiden, aber stell euch vor, sowas würde es in echt geben. Obwohl, ich glaube, sowas gab es ja schon mal. Denkt mir mal zurück an die nicht allzu lang vergangene Vergangenheit mit der Stasi zum Beispiel. Ja, da gab es dann schon ähnliche Vorkommnisse. Nun gut. Aber gibt es da vielleicht etwas, das ich tun kann, das wir zusammen tun können? Eine mutige Seele muss durch die alten Ruinen gehen, in denen es absolut nicht von Geistern wimmelt, und den großen Damm schließen. Das Tor zu den Ruinen ist verschlossen, aber ich habe einen Schlüssel. Ich kann niemandem befehlen oder jemanden bitten, dies zu tun. Wird der große Damm geschlossen, werden die Ruinen überflutet. Viele Assassinen und Soldaten würden sterben. Nicht gut für meine Karriere. Aber sollte ich zufällig den Schlüssel verlieren und jemand würde ihn finden, dann könnte die Stadt gerettet werden und das Problem würde sich ohne meinen Einfluss lösen lassen. Habt ihr mir da gerade was zugesteckt? Ist das mein Schlüssel? Mann. Guter Zug. Interessant, darüber werde ich mal nachdenken. Worüber nachdenken? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Also dann, Fremder, gibt es noch etwas, das Minister Xing für euch tun kann? Vielleicht könnte ich euch einen Spaziergang zu den Ruinen unserer ehemaligen Stadt empfehlen. Geht über die kleine Brücke und zum Westtor hinaus. Eine lohnenswerte Sehenswürdigkeit. Selbstredend nur für Leute, die so etwas interessiert. Ja, selbstredend. Ja, was ich euch fragen wollte, ihr wisst nicht zufällig etwas über einen, ja, nichts über einen Flieger, der irgendwo sein könnte oder nichts sein könnte? Minister Xing erinnert sich an Zeiten, als Flieger der wohlhabenden Elite der Kaiserstadt vorbehalten waren. Heute plündern Piraten mit ihnen das Land. Schändlich. Ich denke, in der Theorie könntet ihr im Piratenlager flussaufwärts einen Flieger finden. In der Praxis aber bezweifle ich, dass ihr die Piraten sehr entgegenkommend finden werdet. Ich denke, Ru, der Bootsmann, ist verrückt genug, euch zu fahren, sofern er betrunken ist. Ja,
Ru ist sicher der Einzige, der diesen Ausflug machen würde. Und dann würden die Piraten euch töten. Hey, Ru, das ist doch derjenige, den wir zuvor erst im Teehaus gefunden haben, der ja auch den Damm schließen wollte. Wollte, um ein Held zu sein, so wie wir. Denn wir werden das natürlich tun. Aber wir wissen zumindest schon mal, wo wir diesen Bootsmann finden werden. Ja, genau. Kam ja eigentlich kürzlich eine Flotte von Fliegern vorbei. Denn wenn wir uns erinnern, in zwei Ströme sind viele, viele Flieger vorbeigeflogen. Und sie kamen wohl von Gao dem Großen. Also müssten diese doch wieder hier vorbeigeflogen sein, oder nicht? Ich sah vor kurzem eine große Flotte von Fluggeräten vorbeiziehen. Minister Xing machte sich schon Hoffnungen, sie wären gekommen, um ihn von seinem entwürdigenden Posten zurück in die Kaiserstadt zu eskortieren. Aber die Flieger landeten nicht in Tiens Anleger. Sie flogen flussaufwärts, in Richtung Piratenlager. Zweifelsohne wollten sie dort nachtanken. Aber wo sie jetzt sind, kann ich nicht sagen. So, die tanken also die Flieger. Was tanken die so? Benzin? Sprit? Diesel? Naja, okay. Ist ja egal. Wir haben einen Auftrag und das bedeutet, wir wollen in den Damm. Ja, geht und lasst Minister Xing allein über seine Sorgen grübeln. Nun geht und schließt den großen Damm, was ich natürlich nie gesagt habe. Wir erhalten den Ruinenschlüssel. Und der wird uns zum großen Damm bringen. Ja, der öffnet uns diese Wege. Und in diesem großen Damm werden wir nicht nur Meister Xing einen Gefallen tun können. Wir finden auch das wunderbare nächste Teil des Amuletts. Denn das wurde ja schon bekannt gegeben von der netten blauen Dame, die uns oft in unseren Träumen heimsucht oder Visionen, wie auch immer wir das nennen mögen. Und natürlich, von mir, ja, wir wissen es auch noch von Yui oder Hui oder Hui. Ja, die hat das nämlich auch erzählt, dass wir hier in Tiens Anleger ein weiteres Teil davon finden. Und wir wissen natürlich auch noch von der blauen Dame, dass es von einem Wächter bewacht wird. Irgendwo in den Ruinen. Also nichts wie auf dahin! Seid gegrüßt, Fremder! Ich habe gesehen, dass ihr euch mit Minister Xing unterhalten habt. Dürfte ich wohl einen Augenblick eurer Zeit in Anspruch nehmen? Wer seid ihr und warum haltet ihr mich auf? Ich bin Kaufmann Jiang, ein Weinhändler. Ich diene der Allgemeinheit, indem ich diesen Seeleuten, die in unserer Stadt festsitzen, Zerstreuung verschaffe. Ich brauche Hilfe von jemandem mit gutem Auge und sicherer Hand. Ja, da wirst du bei uns sicher nicht fündig. Wir haben nur ganz schlechte Augen. Aber unsere Hände sind ganz in Ordnung. Ja, was willst du? Was für eine Art von Hilfe braucht ihr denn? Für einen Weinhändler ist das hier genau der richtige Ort und die richtige Zeit. Die Seeleute, die in unserer Stadt festsitzen, waren ziemlich lange auf dem Fluss unterwegs und sie haben einen Haufen Silber gespart. Sie haben mich zu einem vermögenden Mann gemacht, aber sie haben noch viel Silber, das sie ausgeben können. Und mein Weinvorrat wird noch viele Monde lang reichen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe gesehen, dass ihr mit Mr. Xing gesprochen habt, ehrenwerter Herr. Ich nehme an, er hat euch gebeten, den großen Damm zu schließen. Habe ich recht? Ja, das hat er. Wieso fragt ihr? Aber sollten wir das eigentlich sagen jetzt? Ich meine, eigentlich hat er uns doch nichts gesagt. Wir wissen von gar nichts, aber ja, das hat er. Ja. Eure Antwort ist offen und direkt. Als Geschäftsmann weiß ich das zu schätzen. Ich will genauso offen sein. Ich möchte, dass ihr den großen Damm nicht schließt. Falls der große Damm geschlossen wird, steigt das Wasser und die Seeleute entschwinden mit all ihrem Silber. Eine goldene Gelegenheit für Geschäfte wäre leichtfertig vertan. Ich möchte, dass ihr die Steuerung des großen Damms zerstört, damit er für immer offen bleibt. Dann besteht keine Gefahr mehr, dass irgendein Abenteurer vorbeikommt und ihn aufschließt. Und ihn schließt, ja, ihn schließt. Aber
Junge, Junge, ich werde keinesfalls die gesamte Stadt ins Unheil stürzen, nur damit ihr ein bisschen mehr Silber machen könnt. Ich vertreib doch nicht so. Ich weiß, dass manche die Situation mit dem Fluss für verhängnisvoll halten, aber das ist sie nicht. Sie können sich nur nicht an die geänderte Realität anpassen. Sicher, wenn der große Damm offen bleibt, wird die Stadt etwas enger zusammenrücken. Aber das kann nur zum Vorteil gereichen. Klugen Leuten, die für die Zukunft vorausgeplant haben, wird es so oder so gut ergehen. Wenn ihr mir diesen Dienst erweist, gebe ich euch 20% meiner bisherigen Gewinne. 20%, seid versichert, das ist eine erkleckliche Summe. Also wir haben eigentlich genug Silber und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der ja Leute für ein bisschen mehr Geld verkauft, also nee. Damit will ich nichts zu tun haben. Ihr müsst eure Entscheidung nicht überstürzen, weil es ist einfach im Hinterkopf. Wenn ihr die Störung zerstört, bringt mir einfach einen Beweis und ich will euch gerne meine 20% abdrücken. Eure 20%. Denn ich behalte 80%. Das ist einfache Mathematik. Haha. Denkt daran. Nein, das wollen wir nicht. Wir kriegen natürlich jetzt eine Aktualisation unseres Journals. Oh, Prügel für den Bäcker. Ja, machen wir später. Der wird schon nicht umkommen in der Zeit, wo wir hier weg sind. Hoffe ich stark. Wir wollen nämlich mal ein bisschen in den Damm gehen, ein bisschen mehr Action, nachdem wir in den letzten Folgen mehr Sprechphasen hatten. Finde ich, ist es mal an der Zeit, ein bisschen mehr, ja, von der Welt zu zeigen. Und vor allem ein bisschen Spannung hier reinbringen, oder? Lan, du musst leider warten. Wir rennen durch den Ladebildschirm, hindurch über die Brücke und an unserem Lager mal vorbei. Vielleicht weiß der liebe Su ja ein paar neue... Diese Reise hat uns schon eine ganze Menge enthüllt. Nach dem Gespräch mit Hugh zu schließen, scheinen wir tatsächlich in wichtige Ereignisse verwickelt zu sein. Auch ich mache mir Gedanken. Hugh hat mich überzeugt, dass euer Meister der ruhmreiche Stratege ist. Sagt mir, Morgenstern, was sind eure frühesten Erinnerungen an ihn? Das solltet ihr besser seinen Lieblingsschüler fragen. Er war schon 3 Jahre vor mir an der Schule. Ja, so, ich verdiene eure Aufmerksamkeit weit eher. Seht mich an. Nein. Na, da hat sie recht, ich war am längsten bei ihm. Aber ich denke mal, ihr wollt die Geschichte mehr von ihr hören, wenn ihr sie schon so fragt. So? Wegen der Verbindung zu den Geistermönchen werden wir uns sicher noch genug um euch kümmern. Aber ich habe Morgenstern gefragt, woran sie sich erinnert. Das Einzige, was ich von der Zeit weiß, bevor ich an die Schule kam, ist, dass ich unerwünscht war. Wahrscheinlich wegen der schlechten Omen, unter denen ich geboren wurde. Schlechte Omen? Weshalb glaubt ihr das? Ihr meintet doch, ihr wüsstet sonst nichts. Ich weiß es wegen meines Namens. Es ist eines der wenigen Dinge, die Meister Li gesagt bekam. Mein Name ist von einem rötlichen Leuchten gegenüber der Morgensonne abgeleitet. Wie ein weit entferntes Feuer. Wie poetisch. Ja, wie gekonnt ich wieder unterbrochen wurde und da spreche ich davon, weniger Dialog zeigen zu wollen und was passiert? Schwupps, sind wir schon wieder in einer weiteren Dialogszene quasi gefangen, aber okay, die Dialoge in Jade Empire sind ja immer sehr, sehr amüsant, beziehungsweise interessant. Und deswegen, ja. Wir kommen von diesem weit entfernten Feuer natürlich sofort auf den Brand der Klagefestung, den Huey erwähnt hat. Ja, ich schätze schon. Ich war natürlich nicht dort. Niemand außer euch hat überlebt. Vermutlich könnte jemand den Brand gesehen haben, aber ich weiß nicht, wo die Klagefestung ist und wie weit das Feuer sichtbar war. Die Zeit würde passen, aber das bestätigt nur meine Befürchtungen, unter einem schlechten Omen geboren zu sein. Was könnte schlimmer sein als dieser Angriff auf die Klagefestung und den Wasserdrachen? Wenn ihr sonst nichts Beunruhigendes über eure Geburt erfahrt, solltet ihr euch glücklich schätzen. So, was hat das zu bedeuten, Su? Er hat wohl auch noch ein paar Geheimnisse, aber er möchte nicht mit uns reden. Morgenstern würde schon gern mit uns reden.
Naja, okay. Morgenstern, was liegt dir auf dem Herzen? Braucht ihr etwas? Ich werde gerne alles tun, was ich kann, um zu helfen. Ich möchte wissen, wie es euch geht, Morgenstern. Bedrückt euch jetzt etwas. Der Fall war nämlich wieder über eurem Kopf, müsst ihr wissen. Nein, im Moment geht mir nichts Wichtiges durch den Kopf. Allerdings ist mir eure Gesellschaft immer willkommen. Alles andere, was mir vertraut ist, scheint so weit fort zu sein. Da versteht mal einer die Frauen. Diese ganze Geschichte nimmt mehr und mehr eine bedenkliche Wendung. Ich bin froh, wenn wir das alles hinter uns lassen und endlich Meister Li finden können. Ja, das bin ich auch. Und wieder einmal abgeblockt. Der Pfeil will uns in die Irre führen. Wir sehen uns nachher wieder. Bis bald. Gut, aber jetzt keine weiteren Unterbrechungen. Wir gehen zum Damm, ganz sicher. Hier ist der Weg. Ja, genau. Ja, im Gespräch mit Gefolgten können wir sehr viel mehr über sie erfahren, das stimmt. Können noch mal kurz einen Blick hier auf den tollen Fisch werfen. Und an den Ziegen vorbei. Zu Wachen. Na, das sieht ja vielversprechend aus. Hallo! Hier ist Zutritt verboten. Eindringlinge werden exekutiert. Oh, das ist ja schnell eskaliert. Ich hatte keine andere Wahl, als hier zu landen. Winsle mich nicht an, Abschaum. Wir haben Befehle von der Hand des Todes persönlich. Alle Eindringlinge sterben. Was? Nein. Nicht so schnell. Gleich mal unseren aufgepimpten Stil ausprobieren. Oh, Mist. Brauchen natürlich Chi-Schaden dazu. Na, so viel Schaden macht das gerade nicht. Oh. Nein, dann machen wir doch mal Weißer Dämon. Das ist schon deutlich besser. Und wir kriegen die natürlich auch wieder schnell nach unten. Mit ein paar Tritten ist die Sache getan. Und Morgenstern hilft uns aus von der Seite. Flanke. Von der Seite Flanke? Oh, ein weiterer. Wartet, halt. Ich bin nicht euer Feind. Ich schwör's bei meinen Ahnen. Ich bin nicht euer Feind. Ich bin nicht mal Soldat. Kein Soldat? Ihr tragt die Uniform der kaiserlichen Armee. Auch wenn ich diese Uniform trage, ich bin kein Soldat. Ich heiße Shen Yi. Ich bin nur ein einfacher Bauer aus dem Dorf Einstein. Diese Soldaten kamen vor einigen Wochen durch mein Dorf. Einer von ihnen verärgerte den kommandierenden Lotus-Assassinen und wurde von ihm getötet. Als ich von den Feldern zurückkam, packten sie mich, um die Lücke zu füllen. Sie haben mir die noch blutige Uniform angezogen und mir gesagt, ich wäre nun in der Armee. Aus Einstein, sagt ihr? Habt ihr da auch jemanden mit Namen Albert? Oh Mann, war der schlecht. Na okay, beantwortet mal meine Fragen, wenn ihr leben wollt. Ich werd's versuchen. Aber ich weiß gar nichts. Die Lotus-Assassinen haben uns nur befohlen, das Tor zu bewachen, während sie die Ruinen durchsuchten. Das ist alles, ich schwör's. Okay, also er scheint nicht sehr viel zu wissen. Aber... Na, ich glaube, es hat wenig Sinn, ihn auszufragen. Wonach sie gesucht haben, wissen wir bereits. Sie wollen dieses Amulettbruchstück haben. Über die Ruinen? Ja, vielleicht weiß er darüber was. Nein, nichts. Nur, dass das Tor zu ihnen verschlossen war. Die Lotus-Assassinen mussten sich einen Schlüssel von Xing, dem kaiserlichen Minister in Tiens Anleger, besorgen. Aber ich denke, dass es in den Ruinen spukt. Ich höre seltsame Geräusche von der anderen Seite des Tors. Doch selbst eine Bedrohung durch Geister kann die Assassinen nicht von ihrer Suche abhalten. Okay, also ist das jetzt mehr so der Charakter, der uns darauf aufmerksam macht, wie wir hier in diesem Quest weiterkommen, wenn wir hier vorher angelangt wären. Er kann verschwinden, wir brauchen ihn nicht wieder. Natürlich, oh Großzügiger. Ich werde in mein Dorf zurückkehren und ein aufrichtiges Bauernleben voller Gebete führen. Danke, dass ihr mich verschont habt. Vielen Dank. Ja, und grüßt Albert von mir. Ihr habt gegenüber diesem armen Mann großes Mitleid bewiesen. Es freut mich zu sehen, dass ihr sowohl gnädig als auch stark sein könnt. Ja, Morgenstern, das macht mir auch immer große Freude, so zu handeln. Und wir haben ein Fass, das wir nicht öffnen können. Haben wir gleich ein anderes Fass aufmachen? Na, okay. Eine Kiste, die können wir aufmachen. Juwel des guten Gespürs. Wir haben gutes Gespür bewiesen, diese Kiste aufzumachen. Und ein Fokusschrein und noch mehr Kisten.
Fall. Aua. Morgenstern, heil mich. Na, okay. Alles in Ordnung. Ich hab's allein geschafft. Andere Kiste. Seideseiten. Seideseiten, wofür die wohl gut sein sollen? Seideseiten. Haben wir Inventar. Okay. Ach, hier werden die Sachen aufbewahrt. Das wusste ich nicht mehr. Waffenlose Stile, können wir nochmal alles nachlesen. Jeweils hier die einzelnen Schriftrollen, die wir schon gefunden haben, den Ruinschlüssel und Seideseiten. Sorgfältig, gefährlich und bestehen aus bester Seide. Ja, ein Musikinstrument. Okay, vielleicht finden wir noch das jeweilige Instrument dazu, diesen Korpus, der da noch dazugehört. Mal sehen, vielleicht. Und, ja, wir brauchen keinen Fokus auffüllen, wir haben hier noch alles voll. Dann können wir gleich weiterschauen und durch dieses Tor hier wandern in den... Hinter diesen Toren lauert etwas Gefährliches. Die Geister dort sind ruhelos. Gut, dass wir dich dabei haben, Morgenstern, und du uns davor warnst. Mit Su wäre das vermutlich nicht passiert. Okay, ab durch das Ruintor. Wir benutzen den Schlüssel. Quiek. Puh, puh, puh. Das war ja ein sehr ansehnliches Rädchen, das uns entgegengeblickt hat. Und wir werden hier schon gleich konfrontiert mit Assassin. Wir kommen mit der Suche nur langsam voran. Wir brauchen dringend Verstärkung. Hört mir gut zu, meine Diener. Untersucht jeden Stein und jede Ritze in diesen Ruinen. Irgendwo hier sind Edelsteine versteckt. Ganz besondere Edelsteine. Findet ihr einen dieser Steine, bringt ihn sofort zu mir. Enttäuscht mich nicht, sonst werden eure Qualen größer sein als alles, was ihr bisher erdulden musstet. Und jetzt macht euch an die Arbeit. Leutnant, ihr habt das Kommando. Ich werde in der Zwischenzeit die Wachgolems am großen Damm überprüfen. Sollte sich irgendwer in die Ruinen schleichen, dann tötet ihn. Aber gewiss, Meister. Das klingt ja vielversprechend. Und was wir da gerade gesehen haben, was waren das für Geschöpfe? Oh mein Gott. Schon sehr gruselig hier, alles ist zerfallen. Und wie wir uns diesen Weg durch die Ruinenbahn erfahren wir in der nächsten Folge. Ciao!